Hallo und herzlich willkommen zu Manuel am Abend, der neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo, herzlich willkommen zur neuen Manuel am Abend Folge. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, jetzt geht's los. Neue Manuel am Abend Folge, neuer Tag. Ja, mal schauen, was heute so kommt, ne? Ja. Und ja, zeig euch mal was. Seht ihr das? Ja, so sieht's momentan ja aus. Grün und geschnitten. Es gab mal Tage, da war es hier nicht geschnitten, so wie da. Ziemlich hoch, ja. Aber sonst alles gut. Ja. Heute, wie gesagt, ein bisschen bewölkt. Das heißt, wie gesagt, da hinten ja weniger, ja, aber da so ein bisschen, ja. Wenn man da hinten sieht, ein bisschen tiefer bewölkt, etwas höher ein bisschen nicht bewölkt. Also etwas tiefer, ein bisschen luftiger, da so blau, oben halt grau. Ja, und so ist das hier halt momentan überall so ein bisschen verstrickt. Auch wenn man da so ein bisschen guckt, ja, das sind so Sachen, die sind halt so, und das nimmt man halt so, wie es ist, ne, meine Damen, Freunde. Es gibt halt schon Besseres, aber ist halt manchmal so, ne. Oh ja. Ich muss den ganz trinken. Flasche aufdrehen. Ja, mal Schluck trinken, ja, muss auch mal sein, ne, meine Damen, Freunde. Aber jeder Tag ist halt anders, ne. Man lebt auch immer, man lebt, aber man erlebt doch immer wieder was anderes, sagen wir mal so. Und gut, jeder erlebt es auch anders, ne? Und jeder soll das so erleben, wie er es möchte. Aber so, ja, dass halt in Ordnung ist, aber trotzdem alle glücklich sind. Also von sich aus glücklich, ja. Nicht, weil sie glücklich sein sollen, also. Aber so ein bisschen auf ihre Art und Weise. Ja. Oh ja. Es ist auch nicht kalt, aber auch nicht warm. So ein Mischmasch. Ja. Wenn es ein bisschen windig ist, dann ist der Wind ein bisschen leicht kühl. Aber es ist auch nicht so heiß, dass man meint, man kann es hier gar nicht so aushalten, weißt du. Und das ist halt der Vorteil, meine Damen und Herren, Freunde, was ich damit sagen will. Es ist so Mittelmaß, so halb-halb, zwischen warm und kalt. Aber, was heißt warm und kalt? Ja, man muss sich das so vorstellen, wenn es im Sommer warm ist und du dann rausgehst, morgens früh, so um 6 rum, das ist nicht wirklich, wenn die Sonne noch nicht ganz am Himmel steht hoch, dass es so, es geht. Und so 7, 8 rum, wenn du dann in der Sonne kommst, dann merkst du schon, aha, es ist ordentlich warm und gegen Mittag dann richtig heiß. Wir haben jetzt auch Mittag, wo ich das aufnehme, ja. Aber man muss dazu sagen, im Endeffekt ist es dann entsprechend, normalerweise, wenn die Sonne richtig da ist, dann auch richtig heiß und warm und irgendwann auch mal drückend. Und das muss nicht unbedingt sein, aber im Moment geht's, aber ja, da können wir noch froh sein. Es war schon mal schlimmer, muss man sagen. Vor 2, 3 Wochen, da war es so. Und da hat man es richtig gemerkt. Das sage ich euch. Es gibt Tage, da kannst du draußen nicht in der Sonne aushalten. Und dann musst du schon im Schatten gehen. Aber selbst dann merkst du es noch ein bisschen. Und dann ist es so drückend. Manchmal kann man es nicht aushalten. Aber jetzt? Perfekt. Prost. Was heißt perfekt? Es könnte besser sein. So. Aber
bisschen wärmer könnte es ruhig sein, aber es darf halt nicht zu viel sein. Gut, das ist gut für Wolken, aber zu viel Wolken ist auch nicht gut. Du kannst schon ein bisschen was sehen, aber auch von den Wolken her, aber da musst du schon ein bisschen genauer sein. Ja. Aber ist ja auch egal, mal am Abend, Freunde. Herrlich. Manchmal ist es einfach schön, hier zu sitzen, das genießen und einfach mal abzuschalten. Ja. Natürlich, es gibt einige Formate, die ich schon gemacht habe und mache, aber es gibt auch Formate, die noch kommen. Natürlich kann ich nicht alle Formate auf einmal machen, ganz klar. Das liegt aber auch daran, da ich noch ein paar Formate im Vorrang habe, die ich schon länger plane, wo ich was für mache. Und deswegen kann es auch schon mal sein, dass bestimmte Formate zwar angesagt sind, aber noch nicht sofort kommen, weil es braucht eine Zeit, um ein Format umzusetzen, so umzusetzen, um genau zu sein, dass man sagen kann, gut, man macht ein Format, okay. Aber dann muss das Format auch so umgesetzt werden, ja, dass man, wie gesagt, wenn man das Format guckt, sieht, aha, der hat schon ein bisschen Aufwand getrieben. Und wenn man jetzt mal eben ein Format macht, ja, ohne wirklich sich Gedanken zu machen, wie macht man das am besten, wie moderiert man das am besten, oder auch wenn man, sag ich mal, über einen Film was erzählt und sich da ein paar Gedanken macht. Das dauert manchmal ein bisschen noch mit dem Schnitt. Und man könnte zwar jeden Tag eins machen, aber es wäre richtig, richtig viel Aufwand. Erstens sucht man sich dann was über den Film raus, im Internet und so weiter, was man darüber weiß und erzählt darüber was, guckt es den an, wie bei einem Filmreview oder so, wo man dann was über den Film erzählt, wie man ihn findet und so. Und ja, was man allgemein über den Film findet. Und wenn man sowas machen will, ja, braucht halt viel Zeit und Aufwand. Und ich mache es nicht, ich habe zwar letztlich gefragt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne in die Kommentare dazu was schreiben. Aber da habe ich gefragt, ob jemand noch irgendwas will, dann kann ich mal gucken, ob ich was umsetzen kann. Aber es heißt nicht, dass ich das auch sofort umsetze. Weil ich habe auch noch viele andere Sachen im Hinterhand, die nebenbei entstehen. Und man muss sich so vorstellen, ich drehe nicht nur einen Film an einem Tag. Ich drehe manchmal verschiedene Filme gleichzeitig. Verschiedene Formate. Ja? Und dann während du so ein Format drehst, fällt dir plötzlich ein, stimmt, da brauche ich auch noch was für. Dann machst du erstmal das und stellst den anderen ein bisschen zurück oder vergisst gerade was zu machen. Also wundert euch nicht, wenn da mal immer mal unterschiedlich das kommt. Das soll keine Entschuldigung sein, auf keinen Fall, aber habe ich in einem Kommentar gelesen. Es ist keine Entschuldigung, aber wenn ich ein gutes Format machen will, dann braucht es Zeit. Vor allen Dingen, um das auch so gut zu machen wie möglich. Man muss erst mal gucken, wie macht man das, wie stellt man das an. Man möchte auch nicht mal denselben Hintergrund haben und. Da wird es auch wieder für die Leute langweilig. Und dann kann man nachher nicht unterscheiden, kommt jetzt dieses Format oder das Format. Der Hintergrund sieht gleich aus. Ja, irgendwann haben die Leute keine Lust drauf. Also geht man verschiedene Orte, sucht man und versucht, daraus dann ein Format zu machen, was nicht nur einer Person gefällt, vielleicht verschiedenen Leuten, aber an verschiedenen Orten. Und dann setzt man sich auch einfach mal hin, so wie ich jetzt hier, sitzt hier, überlegt, wie könnte man dies und jenes machen. Man hat ja auch noch andere Formate, die man noch weiterführt, oder auch neuere Formate, wie zum Beispiel Love is in the Air, die Flasche mag mich sehr,
wie könnte man das am besten drehen? Oder JVA rät zu, was zunächst kommt. Da bin ich auch schon mit angefangen. Da überlege ich schon, wie könnte ich das am besten machen? Wo könnte ich am besten drehen und so? An welchen Tagen und so? Und da überlegt man dann auch, wie kann man es am besten umsetzen? Wo kann man es am besten umsetzen? Wo ist man vielleicht ungestört oder was könnte man mit einbauen und so? Man plant ja auch für solche Serien und natürlich auch Formate. Sei es auch irgendwelche Filmformate, wo man einen Film vorstellt, den man gesehen hat oder den man in seinen Schrank stehen hat oder Regal stehen hat. Ja, ein Film, den einem gefällt. Gut, bei Zurück in die Zukunft geht es ja um Zeitreisen, ja, in mehreren Jahren und so. Und wenn ich jetzt sowas zum Beispiel darüber eine Review machen, also eine Filmreview machen wollte oder sowas, oder den Film vorstellen wollte, dann ginge das mal nicht so eben schnell. Da musst du erstmal was dazu raussuchen. Du musst ein paar Daten raus, ein paar Datums, über eine Filmemacher, über einen Regisseur, wie sich der vielleicht vorgestellt und so weiter. Dann, wie du es selber findest, dann musst du die Teile nochmal angucken. Um es auch passend zu machen, dann musst du ein bisschen was dazu erzählen, wie das geworden ist. Und es geht nicht immer so schnell. Es gibt natürlich Formate, da weiß man, aha, so und so ist das, das kann man mal eben schnell machen. Aber man will es auch perfekt haben. Also so einigermaßen gut haben, aber trotzdem nicht, dass es so aussieht, als wäre das so immer eben so dahingeschissen, ja. Das wollen wir merklich damit eigentlich sagen. Und das sind all diese Sachen, da überlegt man natürlich dann auch ein bisschen erstmal. Und manchmal überlegt man auch nach Formaten, wie könnte man ein Format machen, wie könnte man es vielleicht besser machen, was könnte man erneuern, was könnte man vielleicht, ja, interessanter machen. Da zum Beispiel fliegt gerade ein Flieger, also ein Flugzeug. Ja. Hoffentlich könnt ihr das sehen. Naja, aber jedenfalls so ist das, ne? Und das geht manchmal nicht immer so schnell. Ist halt so. Und deswegen ist es so. Aber, naja. Und dann hat man natürlich auch noch ein Privatleben, wo man etwas macht. Entweder für sein privates Leben, dann wisst ihr ja auch, dass ich auch ab und zu mit anderen Filmemachern noch was zusammen mache und so. Und da muss ich auch ein bisschen was für mich tun. Mein Privatleben und so. Man kann nicht nur Filme machen, in der PC sitzen und sowas. Ist auch ein bisschen Zeit aufreiben. Und man will auch nicht bestimmte Sachen, die musst du wirklich am PC machen, weil du da viel mehr Möglichkeiten hast. Manche Sachen kannst du auch zwischendurch mal machen und so. Aber man will auch bestimmte Sachen machen. Bei der Landart zum Beispiel, wo ich was zu gemacht hatte, da war das noch nicht mal ganz das Problem, weil ich da ziemlich viel von weiß, weil, ja, ich war ich ziemlich oft in Urlaubbahn, viele Drehorte selber kenne. Und das ist wie wenn du was über dein Zuhause erzählst und kennst da alles. Ja, du weißt, wo du was findest und so. Das ist alles ganz anders, als wenn du jetzt mal eben über einen Film was erzählst, den du zwar schon oft gesehen hast, aber im Endeffekt willst du ja auch was erzählen, was vielleicht jemand noch nicht weiß oder so, oder was er interessant finden könnte. Ja, so ist es halt. Ja, meine armen Freunde. Ich verabschiede mich jetzt und würde sagen, wir sehen uns wieder. Mit Sicherheit in der nächsten Mal am Abendfolge. Also macht's gut. Morgen wieder hier um 19 Uhr. Und ciao. Da-da-da-da-da-da.